Heute erkläre ich dir den Switch. Kannst du mit dem rechten Fuß und mit dem linken Fuß vorne fahren? Der Wechsel vom Fahren mit dem rechten Fuß zum Fahren mit dem linken Fuß vorne und umgekehrt wird Switch genannt. Wenn du lieber mit dem rechten Fuß vorne fährst, dann bist du ein Goofy-Fahrer. Fährst du lieber mit dem linken Fuß vorne, dann bist du ein Regular-Fahrer. Du solltest aber möglichst schnell lernen, mal mit dem linken und mal mit dem rechten Fuß vorne zu fahren. Den Switch kannst du am besten direkt unterm Umlaufseil machen. Halte die Hantel normal in beiden Händen, zieh deinen Zehen etwas an und dreh dann das Brett einfach nach rechts oder nach links, je nachdem, ob du Regular- oder Goofy-Fahrer bist. Es ist absolut wichtig, dass du die Zehen hochziehst, weil du sonst direkt nach vorne überkippst. Wenn du keinen Finnen unterm Brett hast, wirst du dich bei der Drehung deutlich leichter tun. Das Fahren mit großen Finnen ist ein bisschen, als ob du auf Gleisen fahren würdest. Das ist zwar super, wenn du mehr Stabilität brauchst, behindert dich beim Switch aber ungemein, weil du erstmal gegen den Widerstand kämpfen musst. Du kannst entweder bei dem Switch oder danach die hintere Hand loslassen. Wenn du also ein Goofy-Fahrer bist, drehst du dich auf links und lässt die rechte Hand los. Bist du ein Regular-Fahrer, drehst du dich nach rechts und lässt die linke Hand los. Durch das Loslassen drehst du automatisch deinen Körper auf und drehst dann nicht wieder zurück. Es ist anfangs erstmal ein bisschen komisch, mit dem anderen Fuß vorne zu fahren. Aber wenn du das Gefühl hast, einigermaßen sicher zu stehen, dann dreh wieder zurück. Vergiss dabei nicht, wieder die Zehen anzuziehen und bring die hintere Hand wieder zur Hand zurück. Ich würde dir empfehlen, nach dem Motormasten mit deinen ersten Switches anzufangen. Du kannst dann nicht allzu weit schwimmen oder laufen, falls du reinfällst. Zusätzlich hast du hier die längste Gerade, sodass du hier genug Zeit hast, dich vor der nächsten Kurve wieder zurückzudrehen. Ein kleiner Funfact zum Schluss. Leider hat der Begriff Switch beim Wakeboarden mehrere Bedeutungen. Die erste haben wir gerade besprochen, also der Wechsel vom Fahren mit dem rechten Fuß zu dem Fahren mit dem linken Fuß und umgekehrt. Es gibt allerdings noch eine andere Bedeutung. Wenn du den Trick mit, ich sag mal, mit dem falschen Fuß vorne machst, dann hat die Bezeichnung des Tricks meistens den Präfix Switch. Wenn du also zum Beispiel ein Goofy-Fahrer bist und ein Ollie mit dem linken Fuß vorne machst, wird das Ganze Switch-Ollie genannt. Das heißt nicht, dass du während des Ollies einen Switch machst, sondern dass du mit dem schwachen Fuß vorne einen Ollie machst. Es wird allerdings noch etwas komplizierter. Für die meisten Tricks musst du vorher etwas kanten. Meist sind die Tricks dann etwas einfacher, wenn du sie nach außen machst. Also bei einer Anlage, die sich gegen den Uhrzeigersinn dreht, nach rechts. Weil die Tricks also nach innen schwerer sind, werden diese meist als Switch bezeichnet. Wenn du einen Ollie nach innen machst, dann könnte man das Ganze also als Switch-Ollie bezeichnen, egal ob du Regular- oder Goofy-Fahrer bist. Diese vielen Bedeutungen von Switch haben mich anfangs recht verwirrt und werden auch nicht unbedingt konsistent verwendet. Wenn also jemand von einem Switch spricht, dann musst du das Ganze erstmal im Kontext einordnen und kannst dann erst die Bedeutung davon feststellen. So, genug Theorie. Geh jetzt aufs Wasser und setz das Ganze um. Und wenn du den Trick gestanden hast, dann vergiss nicht, den bei Trickart zu loggen. Gut, wie du mit dem Finger gezeigt hast.